Das Thema heute ist eben zwischen Algorithmen und Wertediskursen. Und ich habe versucht, mich sehr einzuschränken, weil es dazu ungefähr 2 Wochen die Möglichkeit gebe, durchzureden und immer noch neue Sachen zu erzählen. Und will eben ein bisschen was erzählen, was das so für Auswirkungen auf die soziale Arbeit hat. Und vor allem auch so ein bisschen vielleicht die Randbereiche klar machen, womit müssen wir uns denn jetzt eigentlich noch beschäftigen und womit nicht. Deswegen gibt es am Anfang auch einen kleinen Disclaimer. Das heißt, dieser Vortrag enthält ungefähr 20% Fake News und ein bisschen Clickbait. Oder wie man früher gesagt hätte, einiges sollte man hinterfragen und anderes ist ziemlich provokativ gemeint. Das heißt, bei einigen Sachen werde ich einfach Thesen in den Raum stellen und möchte dann mit Ihnen diskutieren, folgen Sie dieser These oder sagen Sie, da sind wir jetzt eigentlich ein bisschen über das hinaus, womit wir uns mit sozialer Arbeit beschäftigen sollten. Die Wirkungen der Digitalisierung, was eben so Wertediskurse angeht im digitalen Raum, findet auf 2 Ebenen statt. Die eine Ebene ist eben, dass wir Wirkungen haben, die so auf Sie als Person wirken, sowas wie auf Identitätsbildung. Und auf der anderen Ebene haben wir natürlich viele Sachen, die sich auf die Gesellschaft auswirken oder eben eine politische Dimension haben. Und ich habe für beides einfach mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Sehr schön, um zu verstehen, worum es überhaupt geht, ist ein Zitat von einem Technikphilosophen. Man merkt schon, so Technikphilosophie ist jetzt auch irgendwie nichts, was wir schon seit Ewigkeiten haben, sondern ein relativ neues Gebiet. Und dieser Technikphilosoph hat gesagt, Technik modelliert den Menschen, hat ein Modell von ihm, wenn sie mit ihm interagiert. Zum Beispiel werden Nutzerprofile angelegt, Technik hat auch so etwas wie eine Art Erwartung an den Menschen. Diese Erwartungen, also Nutzerprofile, entsprechen ja nie dem Menschen, wie er ist, bedingen aber die Interaktion mit dem Menschen. Was er uns damit sagen will, ist, dass jeder, der irgendwie einen Algorithmus programmiert, ein Programm programmiert, natürlich immer eine Vorstellung davon hat, was die Menschen mit diesem Programm anfangen sollen, wie sie es bedienen sollen, wie sie damit umgehen sollen, dass es aber immer nur eine Vorstellung ist und in der Regel nicht der Realität entspricht, weil wir ja Individuen sind und nicht alle gleich sind. Ich aber, wenn ich etwas programmiere, ich es im Prinzip so programmiere, wie ich denke, dass es nachher genutzt wird. Und das werden wir dann gleich sehen an verschiedenen Beispielen, dass das doch sehr schwierig sein kann bei dem, was es uns dann in der Realität mitgibt oder zeigt. Und dann ist natürlich die andere Frage, warum wir überhaupt über diese Digitalisierung reden. Und da wollte ich einfach im Hintergrund mal etwas aufmachen. Das ist eine Seite, die das Internet in Echtzeit abbildet. Das heißt, was während diesem Vortrag im Internet passiert, lasse ich einfach mal durchlaufen und erinnern Sie mich dran, dass ich dann am Ende da nochmal drauf gehe. Und wir dann sehen, wie viel Geld zum Beispiel Google in dieser Zeit verdient hat, in der ich hier mit Ihnen rede. Läuft einfach weiter. Diese digitalen Medien beeinflussen natürlich unsere Interaktion miteinander und unsere Wahrnehmung der Welt. Da kommt dann immer diese hochphilosophische Frage, was wissen wir denn wirklich? Weil unsere ganze Wahrnehmung eigentlich ja medial vermittelt wird. Dass wir relativ wenig an Informationen, an dem, wo wir sagen, das wissen wir, wird ja face-to-face oder durch echte Erfahrungen vermittelt. Fängt an, dass wir Bücher lesen, aber jetzt natürlich aktuell wird das meiste irgendwie über digitale Medien an uns herangebracht. Und dann sehen wir ganz schnell, dass da auf unterschiedlichen Ebenen viele Sachen mit uns passieren. Ich fange mit dieser persönlichen Ebene an. Da haben wir zum Beispiel so etwas wie Schönheitsideale, die sich ganz konkret durch digitale Medien verändern und die auch ganz konkret programmiert werden. Denn wenn ich mir hier anschaue, ein Selfie mit einer Handykamera ist schon lange nicht mehr das eigentliche Bild von mir, sondern ohne dass sie es merken, ohne dass sie darüber informiert werden, werden diese Bilder verschönert. Und wie so ein Bild verschönert wird, hängt natürlich vom Programmierer ab, weil der schreibt den Algorithmus. Das heißt, ein Programmierer hat ein Bild von mir, wie ich gerne aussehen möchte und programmiert dies in seinen Algorithmus für die Handykamera mit rein. Und das bestimmt natürlich auch unsere aktuelle Ästhetik. Man sieht es leider nicht so schön, aber wenn man es sich dann auf der Folie anschaut, sieht man zum Beispiel, die Sommersprossen sind weg. Also das Gesicht, die Haut ist irgendwie total glatt, die Falten sind weg, die Augen sind ein Ticken größer.
Das sind einfach so Sachen, die macht so ein Programm automatisch. Und ich denke dann immer, hey, meine Kamera macht total schöne Fotos. Aber im Prinzip hängt es damit zusammen, dass dann nochmal eine Bildbearbeitung drüber läuft. Und das dann natürlich auch für uns entsprechend blöd ist, wenn wir dann in den Spiegel gucken und nicht so aussehen, wie wir auf dem Foto ausgucken. Auf der anderen Seite findet man dann diese ganzen Algorithmen und Filter, die das, wie wir die Welt wahrnehmen und was wir als schön empfinden, auch bei so Anwendungen wie Snapchat. Bitte nicht lachen, ich habe Snapchat-Filter ausprobiert. Ein bisschen was sieht man davon. Links, okay, ich lächle auch nicht, Bild von mir ganz normal, so wie ich irgendwie morgens aussehe, wenn ich mich noch nicht geschminkt habe oder noch nicht irgendwie groß mich gestylt habe. Mit den Snapchat-Filtern sieht man dann, sieht das schon ein bisschen anders aus. Da habe ich schon wesentlich größere Augen. Man sieht irgendwie meine Haut. Ich sehe auch ein paar Jahre jünger aus. Hier bin ich dann auch nochmal schön erhellt. Und man sieht auch, es ist alles irgendwie Augen wieder groß. Da auch sehr niedlich, die Augen groß. Also alles so ein bisschen Kindchenschema. Das heißt, auch hier sehen wir anhand dieser Ästhetik, die dort reinprogrammiert ist, dass uns gezeigt wird, das ist schön. So haben wir eigentlich auszusehen und wenn wir dem nicht entsprechen, dann ist es halt irgendwie doof und wir probieren immer näher daran zu kommen und es ist ein programmierter Wert, der in diesen ganzen Filtern, in diesen ganzen Kamerasachen drinsteckt. Dann haben wir natürlich noch andere Sachen, die ein Teil was mit Programmierung, ein Teil was mit Psychologie, ein Teil was mit Mediennutzung zu tun haben. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die Facebook-Nutzung und die Auswirkung aufs Lebensgefühl. Dazu gibt es mehrere Studien, die sich das angeschaut haben. Was passiert denn da eigentlich, wenn ich Facebook nutze? Sie haben zum Beispiel 1000 Teilnehmer dazu gebracht, sich damit näher zu beschäftigen, haben 500 dieser Teilnehmer gesagt, setzt doch mal eine Woche eure Facebook-Nutzung aus. Und haben dann danach festgestellt, wie zufrieden fühlen sich denn die Leute. Und die Leute, die eine Woche lang nicht Facebook genutzt haben, haben sich irgendwie zufriedener gefühlt, wie die, die es weiter genutzt haben. Sie haben auch mal 5208 Erwachsene genommen und haben ihren Glückszustand direkt nach einer Interaktion gemessen oder sie einschätzen lassen. Haben die also jedes Mal gefragt, wenn die irgendwo auf Like geklickt haben oder wenn sie eine Offline-Interaktion hatten, wie geht's dir denn jetzt? Haben teilweise auch Zugriff auf die Facebook-Profile gehabt, die Profile ausgewertet und haben dann eben festgestellt, dass wenn die Interaktion auf Facebook um 1% steigt, dass dann mein Wohlbefinden sinkt um 5-6%. Und woran das Ganze liegt, ist natürlich relativ klar, wenn Sie mal gucken, was Sie so bei Facebook zu sehen kriegen und was Sie so bei Instagram zum Beispiel zu sehen kriegen, sind das in der Regel tolle Sachen. Also ungefähr 60-80%, je nachdem, welche Studie man nimmt, aber ich glaube eher an die 80% der Inhalte sind positiv. Das heißt, ich poste das, was mir gerade passiert, was schön ist. Ich bin im Urlaub, ich erlebe irgendwas ganz Tolles, treffe irgendjemanden, den ich schon immer sehen wollte, war mit meiner besten Freundin Kaffee trinken und es war total toll. Wenn Sie einfach mal schauen würden, wie viele Fotos bei Sonne es gibt bei Instagram und wie viele Fotos bei Regen, dann wird man relativ schnell sehen, die Welt dort ist arg verschönt. Und dadurch habe ich natürlich immer das Gefühl, mein eigenes Leben ist total langweilig. Weil alle anderen erleben irgendwas total Spannendes. Und was mache ich? Ich sitze irgendwie da und schreibe meine Hausarbeit oder sowas. Und das ist natürlich was, was dafür sorgt, dass ich mich selber irgendwie schlechter fühle. Und die Algorithmen, die kommen da wieder ins Spiel, weil die bestimmen, was ich zu sehen bekomme. Das heißt, das zeige ich auch gleich, meine These wäre, dass uns teilweise Algorithmen unglücklich und unzufrieden machen, wenn die Programmierer nicht aufpassen, was sie da programmieren. Dann haben wir einen ganz anderen Teil, wo es um sowas geht wie Algorithmen und Menschenrechte. Wo man erst sagt, was hat denn das miteinander zu tun? Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in Dinge, wo ich sage, gleich werde ich ein bisschen provokativer, wo ich sage, da müssen wir uns eigentlich als soziale Arbeit mit beschäftigen, was ich dann später gerne auch mit Ihnen diskutieren würde, ob Sie das auch so sehen. Wir müssen uns Programmierer vorstellen als Architekten des digitalen Raumes. Stellen Sie sich vor, diese Hochschule hier wäre eine Webseite, dann würde ich als Programmierer bestimmen, wo ist eine Tür, wo ist eine Treppe, wo ist ein Aufzug, wer hat Zugang zu was, welcher Raum ist leichter zugänglich, welcher ist im Erdgeschoss,
bei welchem muss ich 3 Stockwerke laufen, um dorthin zu kommen. Das heißt, sie sind wirklich Architekten dieses Raumes und können Zugänge schaffen, können aber auch Hindernisse schaffen. Sie bestimmen, was wir als erstes sehen, wenn wir auf eine Webseite gehen. Da gibt es ganz klare Regeln, wo unser Blick als erstes hinfällt und was dann dort platziert wird. Das heißt, es ist wirklich so, dass dann eben geschaut wird, was sehen wir, was bleibt uns verborgen. Welche Info ist vielleicht da, aber wir nehmen sie gar nicht auf. Sie programmieren auch Offline-Werte und natürlich Interessen. Interessen der Auftraggeber in ihre Webseiten, in ihre Produkte, in ihre Programme. Und bestimmen eben, wie leicht Informationen zugänglich sind. Und da werde ich jetzt die Beispiele zeigen. Netzneutralität, Filterbubble, Google-Suche, Fake News und Hate Speech, die alle was damit zu tun haben mit Programmierung, was habe ich wie programmiert und wer hat Zugang zu was. Und im Hinterkopf sollte man behalten, dass es so etwas gibt wie den Artikel 19 der Erklärung der Menschenrechte. Dort geht es um Meinungs- und Informationsfreiheit. Da steht drin, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Und ich werde jetzt sagen, dass dieses Recht gerade sehr, sehr eingeschränkt wird durch vieles, was programmiert wird, durch vieles, was wir gar nicht so wahrnehmen. Und da ist zum Beispiel ein großes Thema so etwas wie Netzneutralität. Das ist eben eines von den Dingen, die ich diskutieren will. Ist Netzneutralität etwas, wo wir uns damit beschäftigen müssen? Große Frage, wer von Ihnen weiß, was Netzneutralität ist? Immerhin. So, okay, 3. Also, es geht darum, dass Datenpakete im Internet gleichwertig behandelt werden. Das heißt, dass jeder, dass im Prinzip die Leitung neutral ist, nicht guckt, welches Datenpaket werde ich irgendwie schneller ausliefern oder langsamer ausliefern. Und es gibt dazu ganz viele Versuche, das so insofern einzuschränken, dass große Unternehmen sagen, wir kaufen uns Bandbreite. Das heißt, wenn sie dann eine Seite aufmachen, dann lädt die einfach schneller wie andere Seiten. Das ist das, was beim Nutzer ankommt. Wenn sie Google aufmachen, wird Google sofort da sein. Wenn sie eine andere Seite aufmachen, dann wird es ewig dauern, bis diese Seite lädt, weil Google sich im Prinzip das Netz oder einen Vorrang im Netz gekauft hat. Eigentlich gibt es ein Gesetz, was sagt, wir haben Netzneutralität in Deutschland, weil es natürlich uns alle stark beeinflussen würde. Also wenn Sie 2 Videoseiten haben, YouTube und Seite XY, Vimeo zum Beispiel, und YouTube hat das gekauft. Und Sie stellen fest, bei YouTube kommen die Videos sofort und laden sofort, und bei Vimeo dauert es immer so scheiße lang. Und es ist relativ klar, welche dieser beiden Seiten Sie nutzen werden. Das wird dann YouTube sein. Und deswegen sagt man, damit das nicht passiert und nicht eben spezielle Konzerne dann bestimmen, welche Seiten wir nutzen, haben wir diese Netzneutralität. Allerdings ist es so, dass hier steht, Sie gestatten auch ein angemessenes Verkehrsmanagement. Das heißt, es gibt manche Sachen, die dann doch irgendwie noch erlaubt sind, sowas wie um drohende Netzüberlastung zu vermeiden. Oder verschlüsselte Daten können zum Beispiel gedrosselt durchgeleitet werden. Das heißt, in dem Gesetz ist die Lücke drin, dass wenn Sie irgendetwas verschlüsselt übertragen, dann darf man das doch etwas langsamer dann von Person A zu Person B transportieren, wie wenn es unverschlüsselt ist. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, was so verschlüsselte Kommunikation angeht und offene Kommunikation. Was Sie auch machen dürfen, ist so ein sogenanntes Zero-Rating. Das heißt, dass spezielle Inhalte von Streaming-Diensten nicht auf Ihrem Handyvertrag auftauchen. Da finden Sie ja ganz viele Verträge mit, wenn Sie WhatsApp nutzen, wenn Sie YouTube nutzen, wenn Sie Netflix nutzen, dann geht es nicht auf Ihr Datenvolumen. Da können Sie einfach trotzdem mobil eben weiter surfen. Das ist auch erlaubt, ist aber im Prinzip auch ein kleiner Eingriff in diese Netzneutralität. Und die Netzneutralität hat natürlich einen großen Einfluss auch auf das, was dann im Endeffekt bei uns landet und vor allem in diesem Ding drin landet, die Filterbubble. Die Filterbubble, haben Sie sicher schon mal gehört, ist
viel diskutiert. Da geht es eben darum, dass wir uns alle in digitalen Welten bewegen, die im Prinzip ständig unsere eigene Meinung bestärken. Weil wir alle natürlich auch offline eine Filterbubble haben, auch offline werden sie mit Leuten befreundet sein, die ähnliche Meinungen vertreten wie sie selber. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt eher linksgerichtet oder eher rechtsgerichtet oder in der Mitte bin politisch, dann werde ich mich mit Leuten umgeben, die die gleiche politische Meinung haben wie ich. Das Problem ist, im Internet kriege ich das nicht so mit. Offline weiß ich ja vielleicht, was so meine Freunde denken. Im Internet habe ich das Problem, dass ich erstmal denke, ich stoße auf neutrale Informationen. Sie denken, sie googeln irgendetwas und kriegen eine neutrale Information. Sie kriegen das gleiche Google-Suchergebnis wie alle anderen, aber das kriegen sie gar nicht. Weil auch ihre Google-Suche von dem, was sie vorher gemacht haben, von den Cookies, die auf ihrem Rechner liegen, von dem Standort, wo sie sind, beeinflusst wird. Das heißt, wenn ich etwas google, kriege ich ganz andere Ergebnisse, wie sie kriegen. Und das ist etwas, was unbewusst passiert. Und wo man sagt, wir alle bewegen uns eben genau in dieser Filterbubble und Informationen, die nicht unserem Weltbild entsprechen, haben es wahnsinnig schwer, an uns ranzukommen. Und das kann man sehr gut sehen. Und da sind wir nämlich jetzt wieder bei dem Programmieren und wie dann so etwas Programmiertes aussieht, wenn wir uns einfach mal Facebook anschauen. Ich nehme an, dass ziemlich viele einen Facebook-Account haben. Und wenn man dann mal guckt, was hier bei mir in diesem Newsfeed auftaucht, das ist ja nicht neutral. Das ist jetzt schon vorgefiltert von Facebook. Wie kann ich denn diesen Filter ausschalten? Wo muss ich draufklicken? Newsstream? Auf bei Newsfeed, auf also genau. Hier auf neueste Meldungen. Weil Facebook für mich im Prinzip schon aussortiert. Die wissen, ich weiß gar nicht, wie viele Freunde ich bei Facebook habe, 400 irgendwas wahrscheinlich. Und die denken, es ist ja total blöd, wenn man der Angelika immer alles anzeigt, was diese 400 irgendwas Freunde posten. Da ist ja ganz viel dabei, was überhaupt nicht relevant ist. Wenn dann irgendwie irgendjemand meine Seite liked oder irgendjemand was schreibt. Also sortiert Facebook für mich als Service natürlich vor, was ich hier zu sehen kriege normalerweise. Und das, was ich hier zu sehen kriege, verändert sich ein bisschen. Man hat jetzt leider nur die ersten Sachen gesehen. Wenn ich eben auf neueste Meldungen klicke, dann kriege ich nämlich plötzlich auch Sachen angezeigt, wo man sieht, dass die nicht ganz so relevant sind laut Facebook. Das heißt, die nicht ganz so viele Kommentare haben, die nicht ganz so viele Leute geliked haben. Und so wird im Prinzip vom Programmierer schon bestimmt, was ich sehe und was für mich gut ist und was für mich schlecht ist und was ich sehen will. Also im Prinzip diese Relevanz kann ich gar nicht mehr selber herstellen, sondern der Programmierer, der Algorithmus nimmt mir diese Relevanz ab und viele Menschen sind sich dann eben gar nicht bewusst, dass hier im Hintergrund so eine Filterung stattfindet und man eben nicht genau das sieht, was ich eigentlich so sehen möchte. Bei der Google-Suche ist das Ganze ähnlich. Ich habe jetzt hier eine Google-Suche und ich habe jetzt einfach mal nach Flüchtlingen gesucht, weil das ja auch so ein Thema ist, womit wir uns beschäftigen. Was kriege ich dann zu sehen? Flüchtlingsunterkünfte, wie Flüchtlinge wohnen, Rettungsschiff in Seenot, Mittelmeer, tausende Flüchtlinge vor Ertrinken gerettet. Ich sehe hier irgendwie zweimal das gleiche Bild mit unterschiedlichen Überschriften drunter, das eine Spiegel, das andere Handelsblatt. Da habe ich noch die Zeit. Das sind so irgendwie die Dinge, die mir angezeigt werden. Ungefähr gäbe es hier 19.200.000 Suchergebnisse, die innerhalb von 0,51 Sekunden gefunden werden. Und Google entscheidet quasi für mich aus diesen 19 Millionen Suchergebnissen, was hier ganz vorne erscheint. Wie Google das macht, sagen Sie mir nicht. Sie haben mittlerweile mehr als 200 Kriterien, nach denen Sie das sortieren, nach denen ich dann eben zu sehen kriege, was oben ist und was nicht oben ist. Und der Marktanteil von Google, muss man dazu sagen, in Deutschland je nach Quelle zwischen 80% und 95%. Das heißt, das, was dort zu sehen ist, ist schon sehr, sehr relevant, auch für die öffentliche Meinungsbildung. Und dazu kommt dann eben auch, dass
dieses Ganze, was überhaupt in diesen 19 Millionen Suchergebnissen landet, auch noch lange nicht alle Ergebnisse sind, die es im Internet gäbe. Es gibt einen sogenannten Webindex oder Suchmaschinen indizieren Webseiten. Das heißt, die crawlen durchs Netz, sagt man, die gehen durchs Internet und gucken, wo gibt es denn so eine Webseite. Und wenn die eine Webseite finden, dann nehmen die ihr Archiv auf und ab dem Zeitpunkt weiß Google, dass es die Webseite gibt und zeigt sie mir eventuell auch in den Ergebnissen an. Von diesen Webindexes gibt es 4 auf der ganzen Welt. Das heißt, die Leute, die diese Webindexes betreiben, sind diejenigen, die bei den großen Suchmaschinen bestimmen, welche Webseite dort überhaupt gezeigt wird. Und wenn Google sich jetzt entscheiden würde, nee, die Webseite von der Angelika Beranek, die packen wir nicht auf unseren Index, weil die schreibt irgendwas, was wir nicht wollen, dann wäre ich quasi nicht mehr existent mit meiner Webseite, weil eben die großen Suchmaschinen im deutschen und englischsprachigen Raum alle auf den gleichen Index zugreifen. Und das ist auch eine Marktmacht, die dahinter steckt, die natürlich unsere Meinung und das, wie wir uns im Internet bewegen, beeinflusst. Ganz krass sieht man das, welche Auswirkungen das haben kann, wenn ich bei der Bildersuche bei Google mal suche nach Bundestagswahltermin 2017. Dann taucht das hier auf. Bundestagswahl 2017, wähle mit Verstand, Unterschriftensammlung Berlin, CDU wählen ist ein Verbrechen. Merkel möchte allen Flüchtlingen schnellstmöglich Wahlrecht geben, Alternative für Deutschland. Man sieht, das ist auf der ersten Bildersuchseite, wenn ich das eingebe. Und da sieht man, wie sehr man diese Dinger auch manipulieren kann. Die meisten von diesen Sachen stammen von einer einzigen Internetseite, die das sehr geschickt gemacht haben. Das heißt, die haben Leute dahinter gesetzt, die dafür sorgen, dass ihre Seite relativ weit oben bei allen großen Suchmaschinen auftaucht, wenn ich das eingebe. Die haben das geschickt verschlagwortet, ihre Seite relativ relevant gemacht. Und das ist natürlich auch was, wo wir wieder eine Meinungsbeeinflussung haben, die relativ einfach geht, die was mit Programmierung und Algorithmen zu tun haben. Und daraus folgend haben wir dann natürlich diese aktuellen Probleme mit Hate Speech und Fake News. Und eines der großen Probleme im Internet ist die sogenannte Syndikation. Das heißt, Quelle und Präsentationsort werden getrennt. Und ich kann dann häufig gar nicht mehr so genau feststellen, wo kommt das eigentlich her. Ich zeige Ihnen mal ein kleines Video, was um Weihnachten rum für viel Furore gesorgt hat. Ja, man sieht es hier nicht, das ist auch toll. Die Präsentation beenden und dann sollten Sie das Video auch sehen. Ja. Also wer es nicht sieht, da vorne sind so ein paar verschleierte Frauen und arabisch aussehende Männer und man sieht, dass die auf so einen Weihnachtsbaum steigen und irgendwie von diesem Weihnachtsbaum Sachen runterklauen. Da sieht man es ein bisschen näher. Die Jungs und Männer steigen eben da drauf und ja, packen da Sachen runter. Na? Gut. Geteilt wurde das ganze Video mit dramatischen Szenen, Flüchtlinge in der Altmarktgalerie in Dresden. Die Altmarktgalerie müsste sogar evakuiert werden, weil dort so viele Flüchtlinge waren und die deutschen Bräuche angegriffen haben. Teilweise hat man das Gleiche auch gefunden mit im Weserpark in Bremen spielen sich dramatische Szenen ab. Eigentlich ist dieses Video nicht in Deutschland gedreht worden, sondern in Ägypten. Ja. Und es ist ein ägyptischer Brauch, den Weihnachtsbaum zu plündern. Das heißt, der koptischen Christen in Ägypten. Also auch noch ein christlicher Brauch. Wurde aber geteilt, um damit eben Hetze gegen Flüchtlinge zu machen. Und das Problem ist, dass ich als normaler Nutzer durch diese Syndikation nicht mehr so wirklich weiß, wo kommt es her. Und dann kommt wieder die Filterbubble und sowas ins Spiel und die Programmierung der Algorithmen, dass mir Sachen gezeigt werden, die viel geteilt werden, die viel kommentiert werden. Wenn mein Freundeskreis dieses Video kommentiert und teilt, werde ich es zu sehen kriegen.
Und wenn mein Freundeskreis entsprechend eingestellt ist, politisch, wird da drunter stehen, wie schlimm ist das. Und ich werde nie erfahren, dass dieses Video nicht der Realität entspricht. Und im Hintergrund sind eben Algorithmen, die dafür sorgen. Dann haben wir natürlich noch das Problem der Informationsflut, dass wir so viele Informationen haben, dass wir auch gar nicht mehr unterscheiden können, was denn echt ist und was nicht. Da gibt es dann Seiten, die probieren, uns darüber aufzuklären. Zum Beispiel wurde irgendwie geteilt, alte Oma wird von Nafri zusammengeschlagen. Den Begriff hat man irgendwie so an Silvester mal gehört. Und mit dem Untertitel gibt es dann eben immer wieder ein Video, was einen Überfall auf eine Person zeigt. Von der Optik her kann man eben schwer erkennen, wer das ist und ob es sich überhaupt um einen nordafrikanischen Intensivtäter handelt, wird hier irgendwie ganz viel geteilt bei Facebook. Und wenn man irgendwie ein bisschen weiter schaut, dann sieht man, dass das Video schon irgendwie im Oktober 2015 aufgenommen wurde, wo man noch ein bisschen mehr sieht, was da eigentlich passiert ist. Und dann irgendwie noch ein bisschen weiter merkt man, oh, es ist gar nicht aktuell, es ist von 2005. Also noch wesentlich älter. Und dann wird man eben auch feststellen, es ist auch kein Video aus Deutschland oder aus Europa, sondern es ist eben ein Video, das ursprünglich in den USA aufgenommen wurde, im 700. Block in der 24. Straße eben in Washington in einem Apartmenthaus. Und auch dieses Video ist dann eben wieder weiter bearbeitet worden, weiter verteilt worden. Und das rauszukriegen, wo das eigentlich herkommt und was das eigentlich bedeutet, ist unglaublich schwer für uns. Und jetzt haben wir natürlich gerade die aktuelle Debatte, was machen wir mit all dem, wenn solche Sachen geteilt werden, wenn es tatsächlich Hate Speech im Internet gibt, soll es jetzt ein aktuelles Gesetz geben, was die Anbieter verpflichtet, diese Sachen zu löschen? Hört sich erstmal total gut an, dort steht drin, Anbieter müssen Sachen löschen, die offensichtlich rechtswidrig sind, innerhalb von 24 Stunden. Gilt nur für Anbieter mit mehr als 2 Millionen deutschen Nutzern, also deutschen IP-Adressen, betrifft also eher die größeren. Jetzt nicht den, also meine Webseite würde es jetzt nicht betreffen, aber ebenso andere Seiten dann doch. Wenn etwas nicht offensichtlich rechtswidrig ist, muss ich es innerhalb von 7 Tagen löschen. Wenn ich das nicht tue, droht ein Bußgeld bis zu 50 Millionen Euro. Und Sie haben dann eben schon gesagt, das Bußgeld soll in der Regel auch so hoch angesetzt werden. Und da ist dann die große Frage, andere Leute sagen schon, so geht es eigentlich nicht. An sich ist das Gesetz gut gemeint, aber es ist eigentlich ein verfassungswidriger Gesetzentwurf. Weil eben ganz viele Sachen drinstehen, die nicht eindeutig definiert sind, wo es schwer ist. Das soll für all diese Paragraphen hier gelten. Zum Beispiel eben Verbreiten von Propagandamitteln, Verunglimpfung des Bundespräsidenten, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Störung des öffentlichen Friedens, Volksverhetzung, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften, Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, Bedrohung, Fälschung, Beweis erheblicher Daten. Also es ist ganz schwierig, das alles zu überblicken. Und es wird davon ausgegangen, dass wenn das Gesetz kommt, die Anbieter eher mal löschen, als dass sie nicht löschen. Weil es ja überhaupt nicht möglich ist für so jemanden wie Facebook, das alles einzeln zu überprüfen. Und dass wir da dann eigentlich wieder ein Gesetz haben, was relativ leicht missbraucht werden kann, weil wenn mir nicht gefällt, was Sie schreiben, dann sage ich einfach, Sie haben mich beleidigt oder Sie machen hier irgendwie eine Hetze gegen Religionsgemeinschaften. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Facebook das einfach löscht. Und man sagt so, habe ich eigentlich ein Gesetz geschaffen, womit ich als einzelner Nutzer oder als Gruppierung andere Gruppierungen relativ schnell irgendwie anschärfen kann und sagen kann, das und das haben sie gemacht, dann wird es gelöscht. Und indem ich eben auch so eine Art Zensur im Internet betreiben kann. Ja. Und wenn ich da jetzt gerade lese, öffentliche Störung des öffentlichen Friedens oder öffentliche Aufforderung zu Straftaten, also jetzt mal ganz provokant, wenn man das jetzt aus Sicht von Erdogan zum Beispiel sieht, dann ist das die perfekte Tor und Tür, alle Leute, die nicht meiner Meinung sind, direkt eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Genau. Fertig, weg damit. Dass man eben genau das sagt, es ist im Prinzip ein Gesetz, was gut gemeint ist, was aber halt die Möglichkeit, etwas zu zensieren oder etwas zu beeinflussen, dafür Tür und Tor öffnet, weil die Anbieter einfach aus Angst vor dieser Strafe von 50 Millionen Euro relativ schnell sagen werden, löschen wir. Bevor wir das irgendwie darauf ankommen lassen, löschen wir den Kram und gut ist.
Das heißt, meine These 2 wäre, dass eigentlich Algorithmen unsere Freiheit einschränken und wir es häufig gar nicht merken. Und sie eben auch eine ziemlich hohe politische Bedeutung haben. Und wir uns auch als soziale Arbeit damit beschäftigen müssen, vor allem, weil es um Meinungsbildung geht. Es geht um Freiheit, um Informationsfreiheit, um freie Persönlichkeitsentwicklung, um all das, was irgendwie da gerade so ein bisschen gefährdet wird und wo nicht viel passiert oder nicht viel irgendwie hingeschaut wird. Dann haben wir noch einen ganz anderen dritten Bereich, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Das ist nämlich allgemein die Kommerzialisierung. Und vor allem so etwas wie die Kommerzialisierung von Computerspielen. Und da haben wir gerade so etwas, das nennt sich Free-to-Play. Die Spiele, wo ich kostenlos ein Grundspiel bekomme. Ich kann mir dann Items oder Vorteile kaufen, um in diesem Spiel weiterzukommen. Gibt es 2 Strategien. Entweder ich kaufe mir das, um tatsächlich irgendwie einfach nur besser auszusehen, schönere Sachen zu haben. Oder ich kaufe mir eben Sachen, um wirklich besser zu werden in diesem Spiel und gegen andere zu kämpfen. Wir hatten eine relativ heftige moralische Diskussion unter Jugendlichen, als es um das Spiel FIFA ging und dass man bei FIFA sich auch Vorteile kaufen konnte und man kann das im Netzwerk miteinander zocken. Das heißt, ich kann mit meiner Mannschaft gegen irgendwie eine andere Mannschaft spielen, die woanders sind. Und man hat eine Zeit lang nicht gesehen, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, wenn der andere sich Vorteile gekauft hat. Das heißt, die haben gesagt, es geht gar nicht. Dass die Spielehersteller im Prinzip bestimmen, dass jemand gar nicht so gut spielt, sondern dass er einfach Geld einsetzt und dann meine Mannschaft besiegt, obwohl ich eigentlich total gut bin oder wir und unsere Mannschaft total gut sind. Und das Ganze ist eben mittlerweile ein großer Markt geworden. Wenn wir uns anschauen, den Umsatz mit Spiele-Apps 2016 in Deutschland waren 409 Milliarden Euro. Das ist jetzt, sind keine Peanuts, sondern das ist schon eine Menge Kohle. Der Umsatz mit Computer- und Videospielen in Deutschland insgesamt beträgt mehr als 2 Milliarden Euro. Das heißt, die sind schon sehr, sehr gut mit dabei und es ist eben auch entsprechend kommerzialisiert. Die Werte kommen jetzt alle vom Bundesverband für interaktive Unterhaltungssoftware. Das ist quasi so der Branchenverband für Computer- und Videospiele. Und auch hier haben wir natürlich die Sache, dass die Anbieter gucken müssen, wie schaffe ich es denn, dass die Leute Geld in meinem Spiel ausgeben. Und hier meiner Meinung nach ethische Grenzen relativ schnell überschritten werden. Ein Herr, der Berater für Online-Entertainment ist, hat auf der Gamescom bzw. der angeschlossenen Messe mal gesagt, dass es eben eine ganz große Aufgabe ist, dass sie jetzt was anderes machen müssen oder was es sich unterscheidet von dem, was sie früher gemacht haben. Sie müssen nämlich die Spieler süchtig machen. Das ist das, was er sagt. Also er sagt, nimmt wirklich auch dieses Wort in den Mund. Es geht darum, wir müssen die Spieler süchtig machen, damit sie weiterspielen. Und das ist unsere große Aufgabe der nächsten Jahre. Und das machen sie auch in Arten und Weisen, die tatsächlich grenzwertig sind, indem zum Beispiel versucht wird, Gehirnaktivitäten von Spielern zu messen. Es wird geguckt, wie sieht denn so die EEG-Kurve aus, wenn ich ein Spiel spiele, und es wird probiert, diese Kurve möglichst so aussehen zu lassen, wie sie aussieht, wenn Süchtige ihr Suchtmittel sehen. Das heißt, es wird wirklich geschaut, eben mit so, wir setzen einen ins Versuchslabor, wir gucken, wie sehen denn so EEG-Kurven aus, wenn irgendwie der Alkoholiker Alkohol sieht und gucken dann, dass wir das Ganze auch bei Computerspielen machen. Die Versuchslabore sind mittlerweile, die meisten haben die in Deutschland eingestellt, haben die irgendwo anders hingemacht, weil das bei uns dann doch so ein bisschen Aufruhr gegeben hat, dass man sowas doch eigentlich nicht so machen darf mit den Nutzern. Aber es ist eben was, wo ich sage, wenn ich tatsächlich zugebe, und die halten ja nicht hinterm Berg damit, dass mein Ziel oder das Ziel meines Produktes ist, Menschen abhängig zu machen, dann das ist schon eine krasse Sache, womit man sich beschäftigen muss. Es geht eben darum, eine Gewinnmaximierung zu erreichen. Das heißt, wie bekommt man den Kunden dazu, teure Extras zu kaufen, ohne dass ich ihn irgendwie verschrecke damit, indem ich ihm ständig irgendwas anbiete.
Das muss ich eben rauskriegen, indem ich Daten analysiere. Man versucht dann eben ganz gezielt bestimmte Spieler zu erlegen. Also auch das ist so ein Jargon, der dann benutzt wird. Nämlich die Spieler, die mehr als $100 investieren. Und ungefähr 7% der Spieler machen eben 84% der Umsätze aus. Und diese Spieler muss ich irgendwie ködern. Und das kann ich nur, indem ich Sachen gut programmiere. Und indem ich eben sage, mein Spiel ist auf Kommerzialisierung angelegt. Und dann müssen eben die Spieler auch noch Monate am Spiel gehalten werden, bis sie Geld investieren. 83% spielen eben weniger als 10-mal einen Free-to-Play-Titel. Da habe ich noch kein Geld gemacht. Und die Konsequenz ist, dass vieles, was für uns als Spieler dann irgendwie zufällig erscheint, eigentlich berechnet ist und eigentlich Algorithmen dahinter stehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so Handyspiele spielt, die man auch gegeneinander spielen kann. Also Quizduell kennen Sie wahrscheinlich. Da geht es aber noch mit echten Nutzern. Dann gibt es aber noch so andere Spiele, wo man gegeneinander spielen kann. Und bei manchen Sachen ist es so, dass Sie nicht immer gegen echte Nutzer spielen, sondern zwischendrin, wenn das Spiel merkt, der hat jetzt irgendwie 3 Spiele gegen den Nutzer verloren. Ja, jetzt müssen wir dem mal wieder ein Erfolgserlebnis schaffen, weil sonst hört er dieses Spiel auf, weil dann denkt er, das ist viel zu schwer und alle anderen sind viel zu gut. Und dann kommt ein Algorithmus ins Spiel. Dann kommt ein programmierter Gegner. Im Prinzip künstliche Intelligenz ist schon fast zu viel gesagt. Es ist einfach nur ein kleines Computerprogramm, gegen das ich dann spiele, das dann vielleicht noch so einen tollen Namen hat mit vielen Ziffern und so, dass ich denke, das ist voll der Pro-Gamer. Und es ist voll schwer, den zu knacken. Und dann gewinne ich ganz knapp gegen dieses Programm. Und dann denke ich, hey, ich kann das doch, das ist total gut. Das heißt, da wird schon geguckt, dass ich irgendwie dabei bleibe. Und da wird mir nicht gesagt, so, jetzt spielst du mal gegen ein Programm, damit wir dich wieder motivieren und damit du dein Geld bei uns ausgibst. Sondern da wird natürlich die ganze Zeit mir im Prinzip vorgegaukelt, ich spiele gegen echte Gegner und ich tue es gar nicht. Das heißt, meine These 3 wäre, Algorithmen können miss- oder gebraucht werden, um eben natürlich kommerzielle Produkte oder kommerzielle Interessen in Produkten einzuprogrammieren. Weiter gefragt wäre dann natürlich die Sache, wie weit dürfen sie das? Wo sind die Grenzen? Wo müssen wir tatsächlich sagen, hier ist einfach Schluss? Also kommerzielles Interesse an sich kann ich ja jetzt nicht sagen, schlecht, wir leben im Kapitalismus. Also ich müsste dann wirklich krasse Kapitalismuskritik üben, kann ich auch sagen. Ich finde kommerzielle Interessen total scheiße. Aber prinzipiell ist es so, dass man irgendwie sagen muss, okay, dass ich mein Produkt verkaufen will, ist ja jetzt nicht schlimm. Aber wenn ich dann sage, ich will Leute tatsächlich süchtig machen und angesichts dessen, dass man sagt, meine Zielgruppe sind jetzt auch nicht unbedingt nur Erwachsene, bei Erwachsenen wäre es auch schon eine krasse Sache, sondern meine Zielgruppe sind natürlich auch Kinder. Kinder und Jugendliche, und die sich sehr gerne verschulden für Spiele, die sehr gerne da irgendwie Geld ausgeben. Und die will ich eigentlich möglichst früh einfangen und ihnen dann wieder andere Produkte anbieten, damit sie dabei bleiben. Wenn ich jemanden irgendwie mit 10 an mein Spieleuniversum binde, dann habe ich den noch die nächsten 20, vielleicht auch 30 Jahre. Mal gucken, wie lange man dann so viel dabei bleibt. Und da geht es dann eben daran, dass man dahin möchte. Und dann habe ich noch eine letzte These, dass all das, was ich jetzt so kurz angeschnitten habe, etwas ist, wo wir uns darum kümmern müssen als soziale Arbeit. Nicht nur, weil es sonst niemand macht, das wäre auch schon ein guter Grund, dass wir sagen, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen, sondern man kann aus all dem, was ich jetzt als Problem aufgezeigt habe, natürlich auch eine Chance machen. Wenn ich sage, ich weiß, wie das geht, dass ich Leute motiviere, dann kann ich die Sachen natürlich auch für die Bildung verwenden. Wenn ich irgendwie weiß, wie Algorithmen irgendwie dazu verwendet werden können, Suchergebnisse zu manipulieren, würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, wir müssen jetzt als soziale Arbeit Suchergebnisse manipulieren. Aber dann müssen wir zumindest gucken, dass irgendwie jeder die Chance hat, sich eine neutrale Meinung zu bilden. Das heißt, wirklich darüber eben aufzuklären und zu sagen, wie schaffe ich das denn, aus bestimmten Sachen irgendwie rauszukommen. Denn die Technik an sich ist wertneutral. Also die ist nicht irgendwie schlecht oder gut, sondern es ist einfach ein Werkzeug und wir müssen gucken, was wir draus machen. Und gerade bei so etwas wie, wie schaffe ich es denn, mich neutral zu informieren, gibt es zum Beispiel so etwas ganz Einfaches. Das ist eine Seite, die, da kann ich aussuchen, von welchen Webseiten oder von welchen Nachrichtenmedien hätte ich denn gerne die aktuellen Überschriften, kann die für mich selber gestalten.
und sehe dann irgendwie einfach einen Überblick aus unterschiedlichen Medien und kann so einfach gucken, wer schreibt denn gerade über was und muss dann nicht immer bei Spiegel Online gucken, was halt nun mal leider die meisten tun, wo die journalistische Qualität manchmal besser, manchmal schlechter ist, sondern habe dann wirklich auch so einen Überblick, wie wird denn was von welchem Medium dargestellt, was ja auch ganz wichtig ist, wo ich dann eben so ein bisschen mehr kriege, was sagt ein Spiegel Online gerade, die Welt, FAZ und NTV. Und da sieht man schon, das sind so ein paar unterschiedliche Sachen, die irgendwie dabei sind. Bei Spiegel Online 100 Tage im Amt, Gewinner und Verlierer von Trumps Wirtschaftspolitik. Bei Welt ist sowas wie gesättigter Markt, nur 6 Neubestellungen, Airbus erlebt Auftragseinbruch. FAZ, Regierungserklärung zum Brexit, Merkels Warnung. NTV, der Tag um 17:46, englisches Dorf an Firma verkauft. Das heißt, man merkt schon, es sind unterschiedliche Schwerpunkte, die dort sind. Um da irgendwie ein bisschen rauszukommen, brauchen wir eben auch soziale Arbeit, die sagt, wir gucken da mal drauf. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, wir haben jetzt auch Lösungen für diese Probleme und wir können was machen, gerade im Erziehungsbereich. Und das, was uns als Lösung angeboten wird, ist aktuell der Trend, allen Kindern Programmieren beizubringen. Das haben wir so in der Schweiz relativ stark mit dem neuen Lehrplan 21. Ab dem Kindergarten ist informatische Grundbildung Programmieren Pflicht. Bei denen ist Kindergarten verpflichtend, also nicht wie bei uns, ich kann hingehen oder nicht, gehört zur Schule. Und ab dem Zeitpunkt fangen die Kinder an, sich mit Algorithmen und mit Coden zu beschäftigen, um dann im Idealfall ein Verständnis für digitale Welt auszubilden. Die Frage ist, hilft mir Programmieren tatsächlich, diese digitale Welt zu verstehen? Ich glaube, es ist nur ein ganz kleiner Bestandteil von dem. Es hilft mir natürlich, wenn ich weiß, was ein Algorithmus ist. Ich verwende das Wort einfach so, Sie verwenden es auch. Die Frage ist, wer tatsächlich gut erklären könnte, was ein Algorithmus ist und was der denn eigentlich macht. Und dann eben auch zu verstehen, welche Bedeutung das Ganze hat. Das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Nur wenn ich eine Webseite programmieren kann, habe ich noch nicht das Verständnis dafür, dass ich eben Werte in ein Programm reinprogrammiere, dass ich Werte in eine Webseite reinprogrammiere und dass ich so relativ viel eben beeinflussen kann. Das andere, was ich relativ einfach finde, wäre sowas wie kritisches Denken. Das heißt, dass man einfach die Sachen, die man sieht, mal hinterfragt, sich mal überlegt, wo kommt denn das her? Wer bietet mir welches Produkt mit welchen Interessen an? Und wie kann das dann vielleicht meine eigene Persönlichkeit auch beeinflussen? Und dann eben auch einfach tatsächlich so ein Bewusstsein zu schaffen. Früher, also ich kann mich daran erinnern, als Kind hat man mir tatsächlich immer erzählt, wenn dir jemand fremde Süßigkeiten anbietet, nimm den nicht an, der will irgendwas von dir. Und digital haben wir genau das Gleiche, wenn dir jemand sowas wie Facebook kostenlos anbietet. Das sind enorme Kosten, sowas zu betreiben. Ich meine, da muss der Server betrieben werden, Strom, also das, was die da reinstecken. Diese Server müssen gekühlt werden, die stehen teilweise in der Antarktis, damit die Server kühl bleiben, weil ich das gar nicht leisten könnte, die mit Strom zu kühlen. Es ist einfach ganz viel Geld, auch die Mitarbeiter, die da bei Facebook sind, aber ich nutze das kostenlos. Dann muss ich mir doch überlegen, das ist ja, da bietet mir jemand Süßigkeiten an. Die habe ich auch genommen, muss ich sagen, aber dann muss ich mir auch klar sein, dass er auch irgendetwas von mir möchte und irgendeine Gegenleistung dahinter steht. Auch Google bietet seinen Service auch kostenlos an.